Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meiner Java-Programmier-Tutorials. Ja, wie ihr schon seht, habe ich ein neues Wallpaper bekommen von VK Studio 9 oder VK Studios 9. Nein, VK Studio 9, genauso wie der Minecraft-Tutor HD auch ein Wallpaper von ihm bekommen hat. Der hat jetzt auch einen YouTube-Channel, der heißt youtube.com/VK Studio 9. Genau. Ja, wir kommen gleich, du Wurst. Ja, wir starten einfach mal wieder Eclipse. Ich gehe in meinen Workspace rein und wir machen ein neues Projekt, was ich dann immer weiterführe. Hallo, der geht da mit mir, also chill mal. Ja. Kann er doch machen. Tschüss, bis gleich. So. So, Workspace, Eclipse. Genau. Und dort mache ich einen neuen Workspace, den nenne ich jetzt einfach mal Java Tutorial. Drücke Enter. Ich habe deinen Firefox geschlossen. Ich weiß. So. Come on. Ja, es dauert noch 5 Minuten. So, Eclipse ist gestartet. Und wir machen einfach mal ein neues Projekt. Und nennen das ja, Java Tutorial. Und drücken auf Finish. So, dann erstellen wir dort gleich ein neues Package mit File, New und Package. Das nennen wir folgendermaßen ME, Punkt, dann der Name des Autors. Das ist bei mir Germanische Tutorials. Und dann den Namen des, oder der Kla nee, nicht der Klasse, sondern des Projektes nochmal klein geschrieben, also Minecraft Tutorial. Ein Package-Name sollte immer klein anfangen. So, jetzt haben wir das Package hier und öffnen eine neue Klasse. Also, create eine Klasse, die nennen wir jetzt auch also ich nenne die nicht Minecraft. Ach, bin ich doof, ey. Scheiße, habe ich das jetzt Minecraft Tutorial genannt? Oh, Philipp, du tust mich voll irritieren. Java Tutorial, nicht Minecraft Tutorial. Ah, kann ich das Package jetzt noch umbenennen? Ich hoffe mal. Tut mir leid, aber der Minecraft Tutor HD hat ja gerade Stress gemacht. Properties. Ja, Arschkarte. Egal, jetzt heißt es Minecraft Tutorial. Macht's nicht viel komplizierter. So, hier sehen wir schon die erste Klasse. Wir werden uns heute noch nicht mit Klassen beschäftigen, sondern nur mit Variablen und Operatoren. Ja, dazu stelle ich euch einfach mal die verschiedenen Variablen vor, die es gibt, indem ich die hier einfach mal deklariere. Deklarieren und definieren sowie initialisieren sind drei verschiedene Begriffe, die bei der Java-Programmierung oder allgemein der Programmierung sehr wichtig sind. Die erste Variable ist ein Boolean-Typ, also der erste Variablen-Typ ist ein Boolean, das ist der Wahrheitswert. Ich nenne ihn jetzt einfach mal b. So, und damit wäre jetzt hier diese Variable deklariert. Also wir haben sie praktisch hier jetzt kreiert. So, dann gibt es den Char-Wert. In einem Char-Wert werden verschiedene Buchstaben gespeichert oder können gespeichert werden. So, den nehme ich jetzt einfach C. Dann gibt es Byte. Byte. So, das nenne ich jetzt einfach mal X oder so, weil B schon belegt ist durch Boolean. Es dürfen also keine Doppelbelegungen stattfinden. Byte wäre eine kleine Zahl mit nur einem Byte Speichergröße. Ich weise ihm jetzt einfach mal einen Wert zu. Zum Beispiel 128 oder 100 oder ihr könnt auch minus 100 machen, je nachdem, wie ihr das wollt. Ich lasse es jetzt mal minus 100. Boolean war also Wahrheit oder Pflicht. Nee, nicht Wahrheit oder Pflicht, sondern Wahrheitswert. Also wahr oder falsch. Das wäre jetzt hier true oder false. True oder false.
Ich lasse jetzt einfach mal false. Char wäre jetzt hier zum Beispiel, das müsst ihr in solchen Strichdingern da machen. Jetzt ein A. Genau. So, dann haben wir den Int-Typ, der ist sehr verbreitet bzw. am meisten genutzt. Dort wird auch ein Zahlenwert abgespeichert, der aber etwas größer ist. Also ich glaube, das sind 4 Byte. Der verbraucht 4 Byte Speicher. Und das könnte jetzt beispielsweise so eine Zahl sein hier. So, dann haben wir noch den Wert Long. Da müsst ihr vorsichtig sein. Ich nenne jetzt einfach mal L und deklariere und definiere ihn jetzt mit dem Wert. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was das für eine Zahl ist. Und dann müsst ihr einfach, ja, genau, und Semikolon zum Abschließen der Deklaration und Definition. So, dann gibt es den Float. Das ist eine. Ach nee, bei Long müsst ihr noch ein L dahinter machen. Falsch, sorry. Ein L für, damit auch der Wert als Long erkannt wird. Dann Float, das gibt Kommazahlen, speichert Kommazahlen dieser Variablen-Typ. Also F ist gleich 1.2895 und dann ein F dahinter für Float, damit der Compiler weiß, dass es ein Float-Wert ist. Oder ihr wisst, dass es ein Float-Wert ist. Und ein Double. Das wäre auch ein Komma oder eine Variable, die Kommazahlen speichert, die aber viel genauer sind. Heißt Double D ist gleich 1.2 bla 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 bla. So, genau. Damit hätten wir dann schon die Deklaration, Definition beiseite gelegt bzw. abgeschlossen. Und wir beschäftigen uns nun mit den Operatoren. Ja, da gibt es mehrere. Das wären einmal die arithmetischen Operatoren. Schreibe ich mal schnell auf. Arithmetische Operatoren. Das wäre also hier demnach Plus, Minus, das, was ihr auch aus der Schule kennt, wenn ihr die Schule denn besucht habt. Wenn nicht, dann vielleicht aus dem Internet. Dann mal natürlich durch. Genauso wie. Was? Das Prozentzeichen, genau. Das Prozentzeichen ist auch ein arithmetischer Operator, den ihr aus der Schule vielleicht nicht kennt. Der wird auch Modulo genannt, Modulo, und gibt den Restwert an. Das heißt, wenn ihr 4 oder sagen wir 8 durch 7 teilt, dann kommt 1 Rest, keine Ahnung, raus. Und wenn ihr beispielsweise, ach, 1 Rest 1, ne? Genau. Oder so. Und wenn ihr mit Modulo praktisch na hier durchrechnet, dann kommt bei 7 durch 8 durch 7 eben der Rest 1 raus. So, und dann noch dieser Minus und dann Variable Operator, das ist also der genau entgegengesetzte Wert des Wertes var. Genau. So, dann haben wir die Vergleichsoperatoren. Das wäre ist gleich für ist gleich. Dann ist nicht gleich für also ist Ausrufezeichen ist gleich. Dann wie aus der Schule größer als, kleiner als, größer gleich und kleiner gleich. Auch ganz gut, um Variablen zu vergleichen miteinander. Deswegen heißen sie ja Vergleichsoperatoren. So, dann gibt es noch die, keine Ahnung, was das für Operatoren sind, wie die genannt werden. Aber dann hätten wir noch die und, also die, ja, wie heißen die Teile? Naja, wenn ihr beispielsweise einen Wenn-Befehl habt, wenn ihr eine Bedingung setzen wollt, wenn eine Variable größer ist als 2 und kleiner als 4, dann benutzt ihr dieses und-und-Symbol. Und wenn ihr statt diesem und-und einfach oder haben wollt, dann drückt ihr Alt-GR größer gleich. Oder kleiner gleich und hat somit das oder als Wert. Ganz genau. Und dann gibt es noch die Inkrement- und Dekrement-Operatoren. Das wären die Plus Plus und Minus Minus. Wenn ihr also eine Variable habt, die beispielsweise eine Int-Variable, die heißt var und den Wert, ja, teile ich den, ich lösche das jetzt mal kurz weg hier, dem
gebe ich dieser Variable gebe ich jetzt den Wert 1 und jetzt drücke ich einfach auf, gebe ich einfach var plus plus ein. Oder auch nicht. Ja, irgendwie mag mein PC mich heute nicht. Fragt mich nicht. Das wäre der var, das wäre der Inkrementoperator var plus plus. Somit wird eigentlich, so wird also der Wert var mit 1 nicht multipliziert, sondern addiert. Und der Dekrementsoperator, der speziell der Postdekrement, weil minus minus vor der hinter der Variable steht. Und somit wird der Wert Variable um 1 vermindert. Dann gibt es halt noch Prä-Inkrement, das wäre der hier, und Prä-Dekrement. Ja, aber dazu kommen wir jetzt noch nicht. Wir werden einfach mal ein paar Variablen hier drin lassen. Oder die nenne ich jetzt einfach mal var Zahl 1. Int Zahl 1 und Int Zahl 2 und Int Ergebnis. Genau, und das merken wir uns am besten fürs nächste Mal vor. Wir speichern das Ganze ab und im nächsten Mal kommen dann Funktionen dazu, Methoden, was sind Methoden und wie können wir sie benutzen, was können wir damit machen und wie können wir dann Ergebnisse ausgeben, Zahlen addieren, subtrahieren, multiplizieren. Ich muss euch sagen, ich habe Java dadurch gelernt, indem ich einfach angefangen habe, Minecraft-Plugins zu auseinanderzunehmen und selber zu programmieren und habe damit eben rausbekommen, wie das Ganze funktioniert mit den Klassen, mit den Aufrufmöglichkeiten, wie bestimmte Variablen von bestimmten Klassen, also Member-Variablen oder Member-Funktionen, das sind also angehörige Funktionen oder angehörige Variablen einer Klasse, erreichbar sind und wie man sie verwenden kann aus anderen Klassen oder Dateien eben. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ihr guckt natürlich dann auch die nächste Episode. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.